Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen metaphysischen Amüsgöl, diesmal zum Schützenvollmond im Mai. Mein Name ist Janine Diekmann und ja, diesmal wieder in altbekannter, im altbekannten Format, nicht nur als Tonspur, sondern auch als Video. Ich möchte mich auf diesem Weg einfach nochmal entschuldigen für die wirklich miserable Tonqualität. Aber es ging bei dem Video oder der Tonspur beim Neumond im Stier einfach nicht anders. Und bevor ich gar nichts liefere, habe ich gedacht, liefere ich euch ein paar Impressionen oder auch ein paar Impulse zu dem Neumond, damit ihr auch wieder Intentionen setzen konntet. Ich hoffe, ihr habt diesen Stier-Neumond gut für euch nutzen können und die Transite, die ich schon in meinem vorherigen Video erläutert habe. In diesem Video erfährst du, was der Vollmond in Schütze heute am 23.05.24 für uns im Gepäck hat und welche Transite wir natürlich jetzt noch in dieser Zwillingszeit, die jetzt begonnen hat, mit als Energie gleich mitnehmen können. Und beim Vollmond, wie immer sage ich es, ist es, wir dürfen aus den Vollen schöpfen. Und du darfst um den Vollmond herum, die Tage davor und auch danach, ein bisschen, wenn du magst, in die Reflexion gehen und sagen, was hast du eigentlich zum Neumond in Schützen, und zwar im November letzten Jahres, für Intentionen gesetzt und konntest du sie bis jetzt auch mit dieser feurigen Energie umsetzen. Schütze ist ein Feuerzeichen und regiert eigentlich das neunte Haus und der regierende Planet ist der Jupiter. Und es steht immer für Glück und Fülle und Abundance. Und auf den Jupiter kommen wir auch gleich noch, denn der hat auch noch einen Wechsel in diesem Monat vor sich. Aber der Schütze steht auch für ganz viel Abenteuerlust und ganz viel Leichtigkeit und so eine Huckleberry Finn-Energie, denn dieses Gebilde, der Mond in Schütze und die Sonne in den Zwillingen, die ja seit 20. Mai in den Tierkreiszeichen ist, ist eine perfekte Kombi. Der Zwilling hat sehr viel mit Luft, also es ist ein Luftzeichen und hat sehr viel mit Gedanken, Kommunikation, schnelle Downloads quasi am Hut. Das ist ein sehr kopflastiges Sternzeichen. Und der Schütze ist für die Lehren, für Neues bekannt, dafür, dass du entdecken kannst. Und diese beiden Zeichen ergänzen sich ziemlich gut in ihrer Energie. Sie dürfen halt aufpassen, dass sie in Balance bleiben, ne? Feuer befeuert oder braucht Luft, damit es wirklich gut wird. Aber du musst auch vorsichtig sein, dass du dich da nicht zu sehr verbrennst an diesem Feuer. Aber das Thema Schütze ist immer etwas, was mit neuen Lehren und Entdecken und Neugierde zu tun hat. Und das gefällt dem Zwilling sehr, sehr gut. Und diese Energie ist auch genau die, die uns nach den schweren Monaten, also wir haben ja wirklich viele emotionale Hoch und Tiefs jetzt in den letzten Wochen und Monaten gehabt, die uns so ein bisschen Leichtigkeit jetzt reinbringt. Denn A, haben wir den Wonnemonat Mai, ne? Alles Neue beginnt im Mai, der Frühling steht so richtig da, wir sind kurz vorm Sommer und diese Energie kann man auch wirklich sagen, bringen Zwilling und Schütze definitiv mit ins Feld und unterstützen dich mit einer Flirty-Energie, ne? Das Feuer. Wo hast du jetzt vielleicht deine Abenteuerlust geweckt? Da kannst du sehr gerne auch mal schauen, in welchem Haus dein Schütze sich jetzt quasi befindet. Also ich gehe immer ganz gerne auf die eigenen Geburtshoroskope ein. Das heißt, wenn ihr euch bei astro.com euer kostenfreies Horoskop, Geburtshoroskop runterladet, oh, das haben wir mal Deutsch hier. Wenn ihr euch das einmal auswerten lasst, ihr müsst es ja nicht runterladen, könnt ihr mal schauen, wo aktuell der Transitmond, in welchem Haus es bei euch ist. Mit der Entdeckerenergie befindet sich zum Beispiel mein Mond im vierten Haus und da geht es um das ganze Thema Familie, Ahnen und all diese Dinge, die ja mit so einer nurturing Energie zu tun haben.
da können wir immer schauen, wo können wir jetzt mit dieser leichten Flirty-Energie tatsächlich reflektieren, was kann ich an dem nachjustieren, was ich im November letzten Jahres für mich schon auf die Fahne geschrieben habe. Und es ist ganz wichtig, dass wir offen bleiben, unbekannte Wege zu gehen. Dieser Schütze-Vollmond ermutigt uns so ein bisschen auch, ja, den eigenen Huckleberry Finn in uns zu entdecken und sich wirklich darauf, ja, zu freuen, dass auf einmal Dinge passieren, dass auf einmal Glücksmomente kommen, dass auf einmal aus dem Nichts gefühlt Sachen kommen, die wir nicht so ganz verstehen und die uns unbekannt vorkommen. Und dass wir dieses im Moment auch in den Fokus nehmen, einfach zu sagen, okay, es kommt, wie es kommt. Das Leben hat sowieso irgendwie einen Plan, und nimm es mit so einer Flirty, alles klar, ich entdecke dich jetzt, Energie, nimm das ruhig an. Es weht wirklich ein frischer Wind, das muss man sagen, im positiven Sinne, zumal heute auch noch die Venus, heute Nacht um 22:30, die Venus ins Zeichen des Zwillings geht. Und da ist es so, der Liebesplanet, deshalb wird es auch so ein bisschen flirty, war ja vorher in diesem bodenständigen Stier, wo es um Schönheit, Luxus, materielle Dinge, Geld, Werte, Normen und solche Dinge geht. Und waren wir ein bisschen ruhiger, ne? Da war das, habe ich ja letztes Mal in dem Video erklärt, da ging es mehr um die Sinnlichkeit und um die Ruhe. Wird es jetzt auch ein bisschen aufregender? So, es wird ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen kribbeliger und gerade im Liebesleben mit diesem Liebesplanet kannst du davon ausgehen, dass du mal wieder ein bisschen frischen Wind bekommst und eigentlich Neues entdecken kannst. Bevor es dann im Juni, ne, in den Krebs geht, der Krebs ist ja immer ein sehr sensibles Zeichen und da haben wir eher das Thema Wasser mit der Venus, da wird es interessant. Aber jetzt geht es erstmal darum, in eine Flirty-Energie zu gehen. Was hast du dir letztes Jahr im November eigentlich mit dem Neumond an Intention gesetzt? Und wenn du jetzt sagst, alles klar, ich habe jetzt schon das ein oder andere für mich entdecken können, das letzte halbe Jahr, wo kann ich nochmal unbekannte Wege gehen? Schau am besten in dein Horoskop. Und gucke, welches Haus darfst du dir vielleicht noch mal genauer anschauen. Ich möchte es einfach nicht unerwähnt lassen, weil ich das, glaube ich, in den letzten Videos tatsächlich die ganze Zeit immer wieder erwähne. Wir haben nach wie vor die Mondknotenachse aktiv. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Wo sitzt der nördliche Mondknoten? Aktuell im Widder, erstes Haus. Und es kommt aus dem Bereich 7, also aus dem Haus 7 der Partnerschaft. Und es geht wirklich darum, bei jedem Voll- und Neumond im Moment mit dem Fokus der Mondknotenachse, was ist für dich jetzt wichtig? Worauf kannst du dich noch verlassen? Auf welche Menschen kannst du dich noch verlassen? Mit wem gehst du noch Partnerschaften ein oder Kooperationen? Mit wem nicht? Wo darfst du auch alte Schnüre einfach in die Vergangenheit abschneiden, weil sie nicht mehr gut für dich sind? Wo du darfst du Neues entdecken? Und mit dem Schützenvollmond sind wir immer mit dieser Entdeckerenergie unterwegs. Und da geht es natürlich auch darum, was ist für dich wichtig? Wo willst du eigentlich noch nachschärfen für deine Themen in deinem Leben? Und da hat jeder eine andere Facette, die ihm aktuell wichtig ist. Aber mit der Venus im Gepäck und dem Jupiter, der am 26. Mai auch noch das Tierkreiszeichen wechselt von Stier auch in den Zwilling und da bis Mai 25 verweilt, kannst du mal schauen, wenn wir den Jupiter als Glücksplaneten haben und als Abundance und als Fülleplanet und als Fülleenergie, in welchem Haus hast du jetzt Fülle zu erwarten? Wir hatten diese Uranus- und Jupiter-Konjunktion im April, die so quasi ein wirklicher Raketenzünder war für eine bestimmte Energie, die in deinem Leben die nächsten 20 Jahre Bestand hat. Und jetzt kommt quasi der Jupiter rüber in das Tierkreiszeichen Zwilling. Schnelle Luftenergie, Ideen, Gedanken, neue Impulse entdecken, Neues entdecken. Und da kannst du mal schauen, wo kann vielleicht da mit dieser Jupiter-Energie auch endlich, ja,
Wo kannst du mal vertrauen, dass das Unbekannte vielleicht doch etwas Gutes für dich ist und nicht immer alles kontrollieren wollen? Ne? Der Jupiter macht alles groß, alles, was da ist, macht er noch größer. Und ich habe in irgendeinem Video gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt 4 oder 5 Videos her ist, als wir den Wechsel hatten von der Stier-Skorpion-Achse, Mondknoten-Achse in die Widder-Waage-Achse. Wer hat letztes Jahr eigentlich seine Hausaufgaben gemacht? Weil letztes Jahr hatten wir ja schon den Wechsel der Mondknotenachse, da hat man das noch nicht ganz so gespürt, aber seit spätestens Ende des Jahres oder Anfang diesen Jahres merkt man sehr wohl, wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und es ging in der alten Mondknotenachse darum, wirklich zu sagen, welche Werte schaffe ich, welche Strukturen schaffe ich, welche Normen sind für mich die fundamentalen Dinge, damit ich jetzt wirklich sagen kann, mit der Mondknotenachse Widder Waage, was ist für mich jetzt drin? Wo kann ich auf mich achten? Und das nicht in einer Ego-Shit-Show und in einer ego-getriebenen Energie, sondern wirklich, wenn es mir gut geht, wie kann ich anderen auch wieder was Gutes tun? Also das ist ein Unterschied, ob ich in Selbstermächtigung unterwegs bin oder ob ich in der Energie unterwegs bin, nur Ego, Ego, Ego. Ne? Also befriedige ich hier mein Ego oder gucke ich, was wirklich für mich langfristig gut ist und darfst jetzt nochmal neue Dinge entdecken. Und ich bitte dich wirklich um diesen Vollmond herum, jetzt heute um 15 Uhr 52, dass du da, noch, da vielleicht einfach diesen Impuls mitnimmst und sagst, in dieser Zwillingssaison mit dem Jupiter und der Venus und dem Schützenvollmond nutze ich diese Entdeckerenergie, um Platz für schöne Dinge, um Platz zu machen und schöne Dinge in mein Leben reinzulassen. Denn es ist im Moment eine wirkliche Wachstumsphase. Wachstum in vielerlei Hinsicht, denn es werden dir ganz viele Ideen kommen, auch die Fülle in dein Leben zu ziehen. Und ja, es gibt so eine Zwillingszeit, kannst du mal davon ausgehen. Also, wenn die Zwillingssonne auch aktiv ist, dass wir immer ganz viel Spaß und Leichtigkeit haben, das ist natürlich sehr vom Vorteil. Ne? Alle Luftzeichen, Wassermann, Waage und auch Zwilling haben jetzt so ein bisschen eine Leichtigkeit, ein bisschen Spaß und Freude und versuchen auch die anderen Tierkreiszeichen ein bisschen anzustecken. Es bringt so ein bisschen Aufregung mit sich und es kann auch ein bisschen knistern, deshalb flirte die Energie. Flirte mit der Unbekannten, also nicht mit der unbekannten Frau oder mit dem unbekannten Mann, ja, das meinetwegen auch, aber flirte auch mit der unbekannten Möglichkeit. Also sei wirklich bereit, mal ein bisschen oder öffne dich gerne, gerade wenn du sehr viel Erde hast und eigentlich immer sehr gerne kontrolliert unterwegs bist. Wo kannst du auch mal die Strippen loslassen und dich vom Leben überraschen lassen? Ich sage es immer gern bei meinen Kunden, auch im Mentoring, ne? Das sind oftmals Köpfe, die sehr gerne kontrollieren. Und ich bin auch in einem Beruf unterwegs, wo ich sehr viel Struktur und Strategie und Prozesse sehr strukturiert, kontrolliert mache. Aber ich sage immer, finde die Leitplanke. Mach die Straße nicht zu eng, sondern finde die Leitplanke, denn die Überraschung und das Glück sitzen immer in dem Chaos und in der flexiblen Energie. Du darfst dich vom Leben überraschen lassen. Also wenn du nicht genug Platz lässt mit der Struktur, wird dich das Leben nicht überraschen. Und jetzt ist die Zeit, wirklich auch mal fünfe gerade sein zu lassen und nach der sehr schweren Energie diese Luft und Flirty und Frühlingsluft und Wonnemonatzeit einfach mitzunehmen. Es geht darum, jetzt wirklich Kontakte zu knüpfen, auch zu schauen mit der Mondknotenachse, wer kann in Zukunft vielleicht auch sehr dienlich für dich sein. Im Business ist es vielleicht gute Zeit, in Gespräche zu gehen, was Kooperationen angeht. Ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich alleine in den letzten 2 Wochen, und es hat einen Grund, warum ich auch jetzt erst über Kooperationen spreche, dass ich dort Kooperationen eingehe und sie auch verbindlich mache, weil ich gucken musste über die Mondknotenachse, wer ist gut für mich. Nicht nur für mich, sondern auch für mein Business oder auch für meine Kunden. Aber auch da zu schauen, für mein Leben,
welche Partner an meiner Seite sind noch dienlich und welche Partner an meiner Seite sind nicht mehr dienlich. Und da trenne ich auch Privates und also Privates und Geschäftliches. Und es gibt einige Dinge, die tue ich nicht mehr. Und dann gibt es einige neue Dinge, da weiß ich noch ehrlich gesagt überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich lasse mich aber auf das Abenteuer ein. Und das ist das, was ich meine. Guck, welche Chancen ergeben sich. Sei vorbereitet. Das war jetzt die ganze Energie der letzten Monate, dass du auch gewisse Dinge vorbereitest und für dich auch immer wieder schaust, dass du eine gewisse Strategie und auch Struktur hast. Denn Glück passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Hat mir ein ganz schlauer Kopf mal gesagt und ich finde das sehr passend und das passt auch so hervorragend zum Jupiter, zu der Jupiter-Energie, die jetzt aus dem Stier kommt, indem wir uns vorbereitet haben, sehr erdende Energie und jetzt in der Zwillings sehr flipperhaften Energie und flirty Energie und chaotischen Energie jetzt quasi mit der Vorbereitung auf die Gelegenheit treffen. Und deshalb kann Glück passieren. Und in diesem Vollmondmodus mit diesen Energien kann ganz viel Glück zu dir kommen, wenn du dich vorbereitet hast. Und ja, das ist so das, was ich euch gerne mitgeben möchte. Zum Reflektieren nutze ich immer sehr gerne die Tagebucheinträge oder was ich natürlich sehr gerne nutze, ist hier, das kann man gar nicht sehen. Ich mache es jetzt oftmals digital, aber nach wie vor, ich schreibe es. Warum schreibe ich es auf? Weil es wichtig ist, dass du mehrere Sinne beim Reflektieren nutzt. Also auch bei der Vollmondreflexion zu schauen, guck dir deine alten Aufzeichnungen an, was wolltest du machen, setz neue Impulse, neuen Fokus oder setz den Fokus nicht neu, sondern bleib dran. Schreib die Dinge auf, denn wir haben das Schreiben, vielleicht sprichst du lauter drüber oder du gehst in dich und visualisierst es auch mit einer Zeichnung. Bring bitte alle Sinne mit rein in diesem Manifestieren dieser Übungen um Neu- und Vollmond, sowohl für deinen privaten Bereich, auch im Businessbereich. Viele sagen immer, ja, was du da machst, ist eigentlich nur für privat. Wir haben es ja überall mit Menschen zu tun. Und meine Geschäftsführer, mit denen ich zusammenarbeite, oder Geschäftsführerinnen, sagt man das so, ich will es ja genderkonform machen, also meine CEOs, so ist es viel einfacher, meine CEOs, mit denen ich arbeite und mit den Führungskräften, das sind ja auch Menschen. Ne? Und wir haben sowohl auf der privaten als auch auf der geschäftlichen Seite einfach Dinge, die wir planen dürfen, die wir nachvollziehen dürfen, die wir nach fühlen dürfen und wo wir einfach immer wieder neue Punkte setzen. Wie? Es ist wie ISO. Es ist auch ein System im Business und meine Astrologie ist eben das System für mich als Menschen, mich ein bisschen zu leiten, wenn man das so sagen will. So, was möchte ich noch mit auf den Weg geben? Der Jupiter, der eben ein Jahr jetzt in dem Füllezeichen Zwilling ist, ne? Jupiter, Feuerenergie mit der Luft zusammen, gibt eine gute Mischung, ich liebe das, wird allerdings am 9. Oktober nochmal rückläufig, dann wird er am 4. Februar nochmal wieder direktläufig und jetzt kannst du mal schauen, welche Häuser der Jupiter betrifft. Warum ist das so wichtig? Ist auch einer der Planeten, die nicht ganz so schnell drehen. Ne? Wenn wir jetzt so sehen, ein Jahr bleibt er jetzt tatsächlich in dem Tierkreiszeichen Zwilling. Bei mir ist es Haus 10 und 11. Und ich bin ganz gespannt, was für Glücksmomente mir dieser Jupiter oder diese Jupiter-Energie bringt. Ich kann schon sagen, auf jeden Fall habe ich es im Stier schon gemerkt. Es passiert was. Uranus-Stier-Konjunktion im April hat richtig gerappelt. Und wenn es jetzt auch noch flirty und spaßig wird, bin ich sehr zufrieden als Zwilling. Aszendent Löwe. So. Ja, also ich werde euch berichten, weil es nun nächste Woche auch auf meinen Geburtstag zugeht, welche Energien von diesem Schützenvollmond bei mir so richtig reingehauen haben. Ich glaube, da kommt was, weil es wirklich viel um Netzwerken und Kontakte geht. Und ich habe
interessante Gespräche schon geführt und habe sie jetzt auch noch zu führen. Deshalb bitte ich euch, wenn ihr was Innovatives, Neues zu besprechen habt, seht zu, dass ihr nächste Woche noch Termine macht, damit ihr dieses neue Unbekannte mit dieser Energie des Schützenvollmonds und auch des Jupiters Transits mitnehmt. Und dieses kleine flirtige Etwas kommt nun mal auch von der Venus, die jetzt für uns auch ganz viel Luft und Kontakte und Spaß und Freude und Party und alles mit sich bringt. Es ist, wie es ist, ne? Und ich freue mich sehr, dass diese Transite gerade zu meinem Geburtstag aktiv sind. Nochmal zur Erinnerung, dass der Merkur aktuell auch noch in Stier ist, ne? Bei der Kommunikation dürft ihr gerne darauf achten, sie noch ein bisschen sinnlich und sehr, wie soll ich sagen, schön gestaltet. Das gilt sowohl für die verbale Kommunikation als auch für die Verschriftlichung, ne, der Dinge, wenn ihr nach draußen geht, als Postings, Werbung oder Ähnlichem. Und der Mars im Widder als Antreiber, euer Antreiberplanet, da könnt ihr nochmal schauen, welches Haus es bei euch gerade betrifft. Ich sage nur Haus 8, das ist Transformation, Tod und Neugeburt. Da ist richtig viel gerade drin. Es geht eine ganze Menge, wird gerade aufgebrochen und eine ganze Menge wird gerade neu gemacht. Und ich wünsche euch diese Energie, die ich gerade in mir habe für mein Geschäft, dass ich sie ein bisschen mit diesem Video übertragen konnte. Bleibt neugierig, nutzt diese wirklich tolle Fülle Energie von dem Jupiter und die Glücksenergie und habt Spaß und flirtet ein bisschen. Flirten, alles gut, ne? Wie sagt man immer schön? Gucken darf man, gegessen wird zu Hause. Flirten, einfach flirten. Ist jetzt die beste Zeit, um auch Fülle in dein Leben zu bekommen. In diesem Sinne sehen wir uns im Juni wieder zum Neumond und den Neumond im Zwilling. Und da kann man sich schon mal Gedanken machen. Gedanken, ne? Zwilling. Nein, das werde ich noch nicht sagen. Wir sind jetzt im Vollmond im Schützen. Ich wünsche euch ganz viel tolle Erkenntnisse, was ihr schon alles geschafft habt, ne? Schaut auch mal drauf, was ist alles schon passiert seit dem letzten November, seit dem Neumond Schützen und feiert euch dafür. Die beste Zeit ist jetzt. Und genießt einfach diesen wahnsinnigen Wonnemonat Mai, den ich von über alles liebe. Nicht nur, weil ich Geburtstag habe und meine Firmengründung in diesem Monat stattgefunden hat, sondern weil es, glaube ich, der schönste Monat ist in der Natur, weil alles so frisch aufblüht. In diesem Sinne, viele gute Glücksmomente und ganz tolle Gelegenheiten wünsche ich dir. Und wir sehen uns das nächste Mal auf diesem Kanal wieder, mit dem Neumond in Zwilling. Und bis dahin. Ihr habt euch wohl. Bis dann, eure Janine.